dann nehmen wir die zwei Finger, setzen die genau auf die Hüftknochen, gehen so ein bisschen in die Knie, ganz locker. Und jetzt mobilisieren wir mal die Hüfte, indem wir die Hüfte so weit wie möglich unter die Finger schieben und nach hinten wieder zurück. Ne? Also richtig schön Kippbewegung. Und wirklich so weit wie möglich nach vorne ziehen, was wir eben auch oben hatten, und so weit wie möglich nach hinten. Entweder du findest sie oder Jana zeigt sie dir. Also du. So, das machen wir auch mit der Seite. Na, ihr dürft die Beine benutzen. Die Hüfte geht nach links und rechts und den Oberkörper versuchen, so wenig wie möglich zu bewegen. Man könnte das auch so ein bisschen mehr mit Sexappeal machen, ne? Da kommt man nämlich weiter rum. Mädels, locker! Schieben wir den Po mehr nach hinten und dann mehr nach vorne. Und dann wird da so eine 8 raus. Ihr dürft jetzt den Oberkörper ein bisschen mehr mitbewegen. So. Sexappeal, soll ich dir irgendwie sexy Musik anmachen? Ja, wenn Männer im Chor sind, geht das besser. Richtig schön. Ja, guck mal, das geht doch. Und jetzt mach das mal, bring das mal in die Acht. Ah, guck mal, das geht. Ja? Ja. Ja, vor 30 Jahren fand ich das auch mal gut, aber. Die Zeiten sind vorbei. Oh. Dann holen wir sie jetzt zurück hier. Okay, wir kreisen mal die ganze Hüfte. Und der, also hier, so bis hier so. Andersrum. Bauchtanzmusik jetzt. Mhm. Oh, jetzt kommen die wieder hoch. Ja. Siehst du, den habe ich vergessen. Ich weiß, ich habe es mir gedacht. Tut mir schrecklich leid. Oh, bis morgen, du solltest ja auch in WhatsApp schreiben. Okay. Jetzt. Hüfte hochziehen. So, dann nehmen wir das andere Bein. Richtig schön hochziehen. Und wenn man es schafft, auch den Fuß nicht absetzen, dann hat man da noch mehr, muss man hier noch ein bisschen mehr arbeiten. Wenn man es schafft. Wenn man es nicht schafft, kannst du den Fuß auch absetzen. Okay. So weit wie möglich das Bein von innen nach außen, innen, außen. Innen, außen. Richtig schön. Große Kreise. Vielleicht findest du deine Hüftknochen heute. Okay, wie sieht es hier mit Knacken und Knirschen aus? Das Knirschen halt. Okay, außen nach innen. Hä? Außen nach innen. Müsstet ihr von der Matte runtergehen. Und zwar die Zehen, die zieht ihr jetzt ganz fest dran. Da habt ihr so eine Garage für ein Matchbox-Auto da unter, so groß bitte. Und dann die Zehen wieder wegstrecken. Ranziehen und weg. Also so richtig auf dem Boden lang fließen. Und dann
Und richtig die Zehen lang nach vorne schieben. Dann kriegen wir X-Beine, dann gehen wir auf die Fußinnenkante und dann kriegen wir O-Beine, gehen wir auf die Außenkante. X, O, X, O, X, O. So, sehr schön. Jetzt schieben wir uns hoch. Außenkante abrollen, Ferse. Hoch. Außenkante abrollen, Ferse. Hoch. Außenkante abrollen, Ferse. So, wir bleiben oben. Und dann machen wir eine kleine Bewegung. Langsam liegen. Und jetzt heute mal so den Moonlight Walk. Ja? Also die Zehen dürfen den Boden nicht verlassen und dann so richtig schön die Arme mal mitnehmen, die streichen so schön. Und immer schön entgegensetzt. Ihr müsst wirklich das Gefühl haben, dass ihr euch vorwärts bewegt. Aber machen dürft ihr es nicht. Okay, jetzt entgegengesetzt. Fußspitze oben, Ferse oben. Wechseln. Und aktiv ruhig die Arme mitnehmen. Hoch. Wie hoch? Ja. Und jetzt wechseln. Ist ganz einfach. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Aber ganz schön schwierig. Da arbeiten linke und rechte Gehirnhälfte zusammen. Oder auch nicht. Gut. Okay. Hände. Und dann die Zehen. Also die Zehen gehen hoch und runter und die Hände arbeiten. Krampf. Und jetzt reibt ihr mal. Richtig schön. Auch die Fingerspitzen. Handgelenke. Handgelenke sind weggestreckt. Finger sind gebeugt. Und jetzt geht ihr mit den Fingern auseinander und zusammen. Die unten, die Handbeine bleiben. Und jetzt ist ja einfach kleiner Finger, der Finger, nächster Finger, nächster Finger, nächster Finger weg. Daumen geht ran, der nächste geht ran, der nächste geht ran, der nächste geht ran. Also immer schön konzentrieren, dass nicht alle Finger so wie eben, sondern wirklich der Reihe nach kleiner Finger weg, nächster, nächster, nächster und Daumen ganz weit wegziehen. Und dann wieder anfangen, Daumen. Finger ran, nächster Finger ran, nächster Finger ran. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, weil die Spannung weg ist, die Arme sind da oben. Ja, also dann ist es nämlich schwieriger, weil dann die Spannung drauf ist. Okay, kleiner Finger weg, nächster Finger weg, der und Daumen weg. Ellbogen oben lassen, jawohl. Wieder zusammen, jetzt schiebt ihr wie so eine
kommen die her, die so machen? Geld. Indien? Japan. Indien, ne? Thailand, Japan. Ja, irgendwie so. Asiatische. Richtig schön rüberschieben und die Handinnenflächen bleiben schön fest aufeinander. Und jetzt in die Rotation gehen. Arme runter, die Handinnenflächen bleiben immer noch aufeinander. Und dann so weit eindrehen, wie es geht. Runter. Sobald ein Riss geht. Und versuchen, unten die Handballen immer aufeinander zu lassen. Ja. So. Und lockern. Jetzt sind wir einmal durchgelockert. Jetzt kriegen wir die Hände bestimmt weiter zusammen. Ja, können wir mal probieren, ob wir jetzt die Hände hinten weiter zusammenkriegen. Bestimmt wieder peinlich. Ich muss erstmal da hinkommen. Also, und sieht besser aus?